Ehre. Heute machen wir Fortsetzung Nummer 4. Ja, heute ist von den Temperaturen her recht angenehm. So 4-5 Grad hat es. Nicht so saukalt wie letztes Mal. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich wieder an. Denken wir uns wieder beim ersten Fund. Und der erste Fund liegt gleich mal an der Oberfläche irgendwo rum. Ach, da haben wir ihn schon erwischt und es ist wahrscheinlich ein Eisenring. Ja, genau. Wieder mal ein ziemlich der feine Eisenring. Mit einem schönen Signal und weiter geht's. So, das Signal ist einmal wegen tief unten gewesen. Ist ein wenig zwischen 30er und 40er Wert hin und her gesprungen. War ein ziemlich interessantes Signal gewesen. Vielleicht ist es ja Münzen, aber ich glaube es nicht. Schauen wir mal. Aha. Coinball Nummer 1 für heute und es ist sogar was Rundes dort. Jawohl, eine Münze. Schaut auf den ersten Blick aus wie ein Zinker. Drauf der Kennerkuh jetzt nichts. Ich mache ihn kurz sauber und dann zauber ich ihn gleich nochmal her. Und wie vorher schon gesagt, es handelt sich hier bei einem Zinker. Nichts Erwähnenswertes. Hinten und vorne steht nichts mehr drauf. Und weiter geht's. So, nächstes super Signal im Silberbereich. 2 Meter von dem einen Zinker, wo wir vorher ausgeräumt haben. Da bin ich jetzt mal wieder gespannt, war sehr konstant. Aha. Ja, da haben wir es schon und es glänzt was Goldenes raus. Und dann haben wir wieder mal eine Alufolie. Und weiter geht's. So, nächstes Signal mit einem super Leitwert im 60er Bereich. Da bin ich jetzt gespannt. Ah, scheiße, ich glaube, ich sehe es schon. Ein Dosendickel. Und weiter geht's. So, nächstes Loch mit einem ebenfalls super Signal. Aha, und am Rand ist wieder drin. Aha, und da haben wir es. Wahrscheinlich ein Knopf. Ja, boah, was ist denn das jetzt? Wahrscheinlich ein Newton oder irgendwas. Auf jeden Fall was Neuzeitliches aus Aluminium. Muss ich daheim noch mal sauber machen und stehe dann in die Fundzusammenfassung. Gut, und weiter geht's. So, nächster sehr sprunghafter Leitwert, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas Erwähnenswertes sein wird. Wahrscheinlich wieder Eisenbrocker. Aha. Da haben wir es, ich sehe es ja schon. Jawohl, ist doch kein Eisenbrocker. Haben wir wieder was Schönes gefunden. Ein Fragment von einer Schnallen. Aus Arsenbronze. Super schön. Und weiter geht's. Da haben wir jetzt auch wieder ein bisschen einen oberflächlicheren Wert, der aber allerdings recht reingeknallt hat. Huh?
Aha, da hab ich's. Ja, da fahr ich weg. Okay, also nächster Teil, nächste Fortsetzung. Sag ich bloß, Bauteil von dem einen Spielzeugauto, wo ich schon mal gefunden habe. Also das Vorderteil zumindest. Das wird wahrscheinlich die eine Seitentür sein. Gut, und weiter geht's. Und wieder super Konstanz Silbersignal. Vielleicht ist das jetzt doch mal Silbermünzen. Ja gut, ich muss sagen, auf dem Acker bin ich schon recht fündig geworden. Aha. Ich glaube, ich sehe es schon. Nein, es war Sturm. Aha. Ja, was soll man dazu sagen? Eine Tube aus Aluminium. Und weiter geht's. Nächstes wieder mal einen super schönen Oberflächenfund. Oh, schaut euch das an. Ein kleiner Heiligenanhänger. Da haben wir sogar was ganz was Schönes erwischt. Das ist kein Heiligenanhänger. Das ist ein Anhänger aus einer 20 Pfennigmünzen vom Deutschen Reich. Da haben sie oben einfach einen Anhänger also draus gemacht, haben sie einfach eine Öse drauf gemacht. Hinten ein schöner Adler drauf im Kaiserreich. Und vorn 20. Hoppala. Und vorn der 20er drauf. Jetzt kann ich bloß die Jahreszahl nicht gescheit lesen. Aber ich vermute mal 1875. Super. Also sowas habe ich auch noch nie gehabt, dass man eine Münzen als Heiligenanhänger macht. Das ist aber auch keine schlechte Idee, muss ich sagen. Ich denke mal, dass das Silber ist, weil die 20er, die sind damals in Silber gewesen. Super. Ja, das freut mich jetzt echt, dass sowas auch an der Oberfläche flackt. Gut, und weiter geht's. Ich vermute mal, dass das auch wieder ziemlich oberflächlich sein wird, das Signal. Ja, haben wir recht gehabt und da schaut es schon raus und es ist wieder was Rundes. Und es ist ein Knopf. Sogar noch mit super erhaltener Öse. Oh jawohl! Jawohl, Leidels. Da schaut was Silbernes raus. Also, jetzt kommt ein silberner Nacht nach dem anderen. Vorher schon ein 20 Pfennig Stickerl als Heiligenanhänger imitiert. Und jetzt auch noch ein Münzknopf aus Silber. Da reibe ich jetzt gar nicht viel rum. Die mache ich nachher daheim sauber. Öse ist wie gesagt. Was heißt, wie gesagt, die ist auch noch dort. Ja, mache ich wie gesagt sauber daheim und zeige euch dann in der Fundzusammenfassung. Super schön, das gefreut mich jetzt. Der ist jetzt gar nicht so weit von dem einen entfernt gewesen da vorne. Mei, was werden das sein? 7, 8 Meter geschätzt. Ja, super toll. Da freue ich mich jetzt schon, was als nächstes herkommt. Und weiter geht's. Und wir haben auch schon wieder einen Oberflächenfund. Der ist jetzt auch keine 3 Meter von dem einen Silberknopf gewesen. Da schaut er raus. Und ich glaube, dass das ein Fingerhut ist. Jawohl. Und es ist sogar noch ein ganz schöner. Der hat keine Dullen, der hat keine Schlaglöcher, der hat gar nichts. Super. Das muss ich jetzt sagen, das ist mein erster Fingerhut, der wo noch voll intakt ist. Super, da freue ich mich drüber. Ganz schön. Sowas finden wir immer gern. Und weiter geht's. So, jetzt haben wir da mal wieder einen Dürfern Wert. Also, so viele Oberflächenfunde wie bis jetzt auf dem Feld habe ich noch nie gemacht. Haben wir auch wieder im Silberbereich und da haben wir es schon erwischt.
ist da am Rand drin wahrscheinlich. Da haben wir es schon. Ziemlich großer Brocker wieder und es ist wieder mal Aluminium. Muss einmal wieder sein. Und weiter geht's. So, da haben wir jetzt ein sehr abgehacktes 50er Signal gehabt. Ich bin jetzt gespannt, was da zum Vorschein kommt. Vielleicht ist es ja eine Mütze, die wo senkrecht drinnen steckt. Aha. Ich glaube, ich sehe es schon. Oder? Nein. Da ist. Aha. Da haben wir irgendein Fragment wieder. Ist wahrscheinlich wieder ein ganz kleines Bronzefragment von einer Schnallen. Vermutlich. Ja, und weiter geht's. So, jetzt fängt's ein bisschen zum Tröpfchen an und ich hoffe, das hört bald wieder auf. Weil, wie ihr wisst, meine Kammer spulet ist nicht der Backt, wenn die nass ist. Ja, gut, zu dem Signal brauche ich relativ wenig sagen, weil ich habe es glaube ich schon gesehen. Und es handelt sich wieder mal Aluminium. Ja, irgendeine Dosen war das einmal, eine ganz kleine. Und weiter geht's. So, da haben wir jetzt wieder ein Signal im Silberbereich. War gar nicht so tief unten. Schauen wir mal. Aha. Und da liegt es ja schon. Boah. Ja, da haben wir ein ziemlich fettes Bleigeschoss. Das ist ganz schön schwer und ganz schön groß. Ist auch noch super erhalten, also es hat nichts getroffen. Super. Einmal wieder schön, so ein Bleigeschoss. Und weiter geht's. Ja, da hoffe ich mir jetzt nicht viel, der war jetzt ziemlich folienlastig. Aber vielleicht ist hier ein Seenbronzeknopf oder irgendwas in der Richtung. Hab ja alles schon gehabt. Aha, okay. Dann hat sich die Folie doch stärker durchgesetzt. Gut, und weiter geht's. Ein super 50er Leitwert haben wir da jetzt mal gehabt. Wird wahrscheinlich was aus Kupfer oder Messing sein. Schauen wir mal. Das war's nicht. Und dann haben wir schon wieder irgendein zusammengedrucktes Aluminium. Und weiter geht's. So, jetzt habe ich seit längerem mal wieder ein Signal gekriegt. Seit ungefähr 3 Bahnen ist jetzt nichts dahergegangen, nicht einmal Aluminium. Und da haben wir wieder unser erstes gutes Signal. Hoppala. Da ist und das schaut mir ziemlich nach einem Kupferbleg aus. Ja, ist ja nicht viel mehr und weiter geht's. Jetzt haben wir endlich einmal ein bisschen ein tieferes Signal gekriegt und da erhoffen wir jetzt was laut dem Leitwert. Ah.
Und da haben wir es auch gleich erwischt. Und der Stor. Okay, ich hab's in der Hand. Ui. Haben wir wieder was Schönes erwischt. Schaut auf den ersten Blick aus wie ein Fragment. Ja. Ich glaube, dass es ja bloß ein Fragment ist. Mache ich dann sauber und zeige euch dann in der Fundzusammenfassung. Gut, super. Und weiter geht's. So, nächster super Leitwert und wieder gar nicht so weit unten. Ach, da haben wir es ja gleich, haben wir es gleich außer da. Und es ist was Rundes und es ist ein Münzen wahrscheinlich. Jawohl. Schaut mal fast nach einem bayerischen Pfennig aus. Hoppala, wo ist jetzt hingefallen? Ah, da. Ja, das schaut mir ziemlich nach einem bayerischen Pfennig aus. Ich reibe jetzt da gar nicht groß rum, weil die sind aber so fertig meistens, dass man da alles nur schlechter macht, wenn die Erden drüber reibt. Die zeige ich euch dann gereinigt in der Fundzusammenfassung. Gut, und weiter geht's. Ach, da haben wir jetzt wieder ein super Reichspfennig-Leitwert gehabt. Und ich habe es beim Ausheben schon gesehen gehabt. Da schaut was Rundes raus. Na, geh her. Ah, jawohl. Es ist zwar kein Heiligenanhänger. Es ist ein Heiligenanhänger, aber kein Reichspfennig. Mei. Heute fällt mir echt alles ab. Furchtbar. Ja, super. Schöner Heiligenanhänger. Da reibe ich jetzt auch nicht groß rum. Den zeige ich auch nachher wieder in der Fundzusammenfassung. Öse. Ich glaube, die ist nicht mehr dort. Ja, super schöner Fund. Wieder mal ein Heiligenanhänger. Und weiter geht's. Ich habe seit langem mal wieder ein Signal gekriegt. Ich werde jetzt nachher dann und da runterlaufen, die Bahn zu dem weißen Schüttel da unten. Und dann werde ich es wieder gut sein lassen für heute. Also dann schauen wir mal, was da wieder rauskommt. Das war die Schaufel. Schauen wir nochmal. Die Deckel drüber. Ja, okay, dann wird es der Rocker da hinten sein. Ja, genau. Ich bin jetzt wieder gespannt. Ist da vielleicht ein Münzen drin? Machen wir mal auf. Mal schauen, was da aussieht. Nein. Da ist drin. Jawohl. Und dann haben wir wieder mehr Münzen. Jawohl. Der ist ziemlich hartnäckig heute, der mag gar nicht runtergehen. Super. Ich weiß jetzt gar nicht auf Anhieb, was das sein soll, aber ich glaube, ich sehe schon ein bayerisches Wappen. Wird wahrscheinlich wieder ein bayerischer Pfennig sein. Super. Weiter geht's. Und wieder mal ein super Reichspfennig-Leitwert. Bin jetzt gespannt. Aha, haben wir wieder mal einen Coinball und es ist, ja,
Ein Aluminiumbowl. Und weiter geht's. So, und das wird der letzte Fund für heute. Und der hat auch ziemlich neigneut. Mit einem schönen 60er Signal. Ja, und da sehen wir es auch schon. Ein Aluminium zum Abschluss. Gut. Sind wir heute wieder am Ende angekommen. Heute war ein super Tag. Haben wir viel Zeug rausgezogen. Vor allem die zwei silbernen Teile da. Den Münzanhänger und den Münzknopf, den silbern. Ja, die freuen mich so närrisch heute. Weil ich war jetzt seit länger mal wieder nicht draußen und ja, hat wieder einen Haufen geregnet. Hast nie hinaus können und jetzt ist halt mal wieder gegangen. Gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Fortsetzung. Jetzt haben wir heute viel geschafft. Dann sage ich, habe ich dir, euer Bayern-Tundler.